Hallo, heute folgt das zweite Gericht aus meiner aktuellen HelloFresh-Kochbox. Gestern habe ich ja die vegetarischen Hamburger gemacht, die übrigens sehr lecker waren. Und heute gibt es ein scharfes grünes Gemüsecurry mit Zucchini und fluffigem Limettenreis. Alles, was man dazu braucht, war in der Box drin. Das ist zum einen der Jasminreis, dann Erdnusskerne, Gemüsebrühe, Kokosmilch, die grüne Currypaste, Paprika, Limette, Frühlingszwiebeln, Zucchini, etwas Honig und braune Champignons. So, zuerst fange ich jetzt mit dem Reis an. Dazu benötigt man einen kleinen Topf und dann mache ich noch Wasser im Wasserkocher heiß. Und während das kocht, werde ich jetzt den Reis in einem Sieb gut abwaschen, solange bis das Wasser klar durchfließt. Ich habe jetzt schon mal den Reis in den Topf gegeben, zusammen mit etwas Salz. Und das darf jetzt gute 10 Minuten vor sich hin köcheln. Während der Reis kocht, hat man dann einige Schneidearbeiten zu erledigen. Und zwar werden jetzt die Zucchini geschnitten in 1 cm dicke Stücke, dann die Paprikahälften in mundgerechte Stücke zerteilt und die Champignons kann man dann vierteln oder halbieren, je nach Größe der Champignons. Und zuletzt werden da noch die Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten und zwar der weiße und grüne Teil getrennt voneinander. Der Reis hat jetzt 10 Minuten gekocht und wird jetzt abgedeckt und noch etwas auf die Seite gestellt. Nun geht es weiter mit der Soße. Dazu benötigt man ein hohes Gefäß. Ich habe jetzt hier einfach mal meinen Messbecher genommen und da braucht man zuerst 50 Milliliter Wasser. Dann kommt die Kokosmilch dazu. Das sind hier jetzt 250 Milliliter. Dann die Gemüsebrühe. Und einen Esslöffel der Currypaste. Da steht ein Hinweis drauf, dass die sehr scharf ist und man vielleicht lieber erstmal vorsichtig damit sein sollte. Ich habe sie probiert, also sie ist schon gut scharf. Aber da ich gerne scharf esse, nehme ich da ein bisschen mehr davon. Einfach nach Gefühl.
Das ist jetzt etwa die Hälfte dieses Päckchens, etwas mehr als ein Esslöffel. Ich denke, das dürfte ausreichen. Und nun wird das Ganze miteinander verrührt. Jetzt wird das Gemüse angebraten. Dafür gibt man jetzt etwas Öl in eine Pfanne. Da kommt jetzt das gesamte Gemüse rein, also die Zucchini, Paprika, die Champignons und der weiße Teil der Frühlingszwiebeln. Ich muss das jetzt portionsweise mit den Händen machen. Ich zeige euch gleich, warum. Denn während des Schneidens hat sich leider mein Brett hier verabschiedet und ist somit leider nicht mehr zu gebrauchen. Aber da wir jetzt kein Brett mehr benötigen für den Rest des Rezepts, ist das weiter nicht schlimm. Und das Gemüse wird jetzt 3 Minuten scharf angebraten. Jetzt wird das Ganze mit der Soße abgelöscht. Und dann kommt auch noch etwas Honig dazu. Jetzt benötigt man etwas Limettenabrieb und anschließend wird dann die Limette in 4 Spalten geschnitten. Da brauche ich jetzt doch nochmal ein Brettchen. Da nehme ich dann einfach meinen kleinen halben Überrest hier des Brettes. Das Gemüse ist jetzt schön weich und jetzt kann man noch mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Und dazu kommt dann noch der Saft von 2 Limettenspalten. Anschließend geht es weiter mit dem Reis. Der wird jetzt mit der Gabel etwas aufgelockert. Und hier habe ich noch etwa einen Teelöffel von dem Limettenabrieb dazugegeben. Das wird jetzt noch schön vermischt. Und jetzt geht es auch schon ans Anrichten. Ich habe jetzt hier schon mal den Reis auf den Teller gegeben, darauf dann das Gemüse mit der Soße. Und jetzt kommt noch der grüne Teil der Frühlingszwiebeln obendrauf. Und dazu noch ein paar Erdnusskerne. Und die Limette. Das war also jetzt das scharfe grüne Gemüsecurry mit Zucchini und fluffigem Limettenreis. Und morgen geht es dann weiter mit dem dritten Gericht aus der Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es gern mal aus. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und guten Appetit.